Hallo und ein herzliches Willkommen im Ballsaal von den Bolz. Wir sind hier auf dem Maskenball und jetzt mischen wir uns mal unter die Gäste. Lecker, lecker, lecker. Oh, ist das schön hier. Was ein großer Fisch. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Lady Boy. Nicht so ernst. Welches Unheil haben Sie im Sinn? Ich habe einfach meine Beule und das Portemonnaie abgenommen. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich an das. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Was darf ich Ihnen bringen? Das wollen Sie sie nur glauben machen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Gerissene Kostüme. Aber man muss es doch irgendwie herausfinden. Ist alles können. In Ordnung? Lydia soll sich ihr Salopp kleiden. Und Waverly ihr Brüder. Oder war es andersherum? Könnte ich doch nur oben nach Hinweisen suchen. Aha, wir haben ihre Information bekommen. Treten Sie zurück, Sir. Wir wurden einander wohl noch nicht vorgestellt. Offenbar nicht. Wir werden unsere Schwestern vom Orden des Orakels so, eine verlaufende Seuche abgeben. Ich klaue nur euer Zeug. Sie da, aufhören. Entschuldigung. Aber ich will das Geld haben. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Wackelpudding. Judah, weitergehen. Hallo, ich bin ein Gast. Rede gefälligst richtig mit mir. Kein Zutritt für Gäste. Entschuldigung. Wenn ich schon mal hier bin, dann klaue ich auch. Oh. Oh. Ha. Wie komme ich da hoch? Oh. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. That's right. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Was, wenn ich sie... Was für eine skandalöse Maske. Oh mein Gott. Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Ich bringe dir keinen Drink. Unterhalten Sie mich. Es ist so heiß hier. Was täte ich nicht für einen Viel Drink? Viel Spaß, meine Lieben. Sie da! Was denn? Ja, die hat doch genug. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Natürlich. Ich stehe mal auf der Gästeliste. Oh Gott, das ist riesig hier. Also ich habe zwei Lady Boyles schon mal beklaut. Oh Gott, das könnte... kompliziert werden. Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichen auf ihrem Handrücken. Mhm. Ich bringe dir das mein Ich sage nichts gegen die Leute. Das bin ich der Einzige, der die Stadt zusammenbringt. Nein. Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für entschuldigen sind. Entschuldigung, mir ist ein Glas kaputt gegangen. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Ich muss mich ja so tun, als wäre ich hier ein Gast, ey. Was immer Sie wünschen, Sir. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute rot trägt. Dieses schamlose Ding. Außerdem trägt Lydia weiß. Danke sehr. Moment. Notizen. Moment, wo war das jetzt gerade? Man konnte doch hier irgendwo...
Finde heraus, welche Kunst das Ziel trägt. So, welche. Hä? Wieso auf einmal geht das nicht mehr? So. Ich mache bisher einfach mal das Zeug. Gästeliste dabei und durch den Feier. Lord Montgomery Shaw. Nicht mehr Wichtiges. Füllfehlhalter. Ins Gästebuch eintragen. Corvo Atano. Boah, das war fies. Ich habe einfach mal ins Gästebuch eingetragen. Welches Unheil haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Lord Brinsley ist eingetroffen. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen. Gerade einmal 16 Jahre alt. Keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich hörte, sie habe im Blut ihres eigenen Neffen gebadet. Aha. Lächerlich. Was für eine Hautpflege soll das sein? Das ist ein Ritual für den Outsider, um sie zu schützen. Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen irgendwo hin. Die Brimsleys haben im letzten Jahrhundert sehr viel verdient. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen. Eine Zeit lang. Entschuldigung. Ist alles in Ordnung? Oh, gruselige Maske. Ich nehme nur das, was mir gehört. Wirst du die Stadt des Jahr während des Fests der Fuge verlassen? Zweifellos. Hier ist eine Ratte. Hier ist eine Ratte. Oh mein Gott. Eine Ratte, eine Ratte. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Was? Ein Marquis? Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Ein Marquis? Willkommen im Haus Boyle. Sofort aufhören! Dumm, dumm, dumm. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Ich stippe einfach mal den Leuten das ganze Zeug. Herrlich. Wer brachte ihn her, frage ich mich. Ich hoffe nicht, dass es Mrs. Brimsley war. Und sie schon wieder. Ach, ja, ich schon wieder. Tut mir leid. Und jetzt hier rein? Ach, hier war ich schon. Habe ich irgendjemanden noch nicht bestohlen? Die habe ich schon. Dann auch bestohlen. Ich schau mich mal hier um.
tief runter. Definitiv. Ah, hier ist die Kanalisation, okay. Also eine Fluchtmöglichkeit offenbar. Passieren. Mist. Ich hoffe, es hat keiner sonst bemerkt. Großer Wackelpudding. Njam, 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 njam. Ich hätte die reinlegen sollen. So hilft mir doch jemand! Halt an, so hilft mir! Ach, wenn ich schon mal hier bin. Mist, das war eigentlich nicht so geplant. Ich töte jeden, der es wagt, mir in den Weg zu stellen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Das war eigentlich so nicht geplant. Das
das so nicht geplant. Welchen Hunden? Worauf warten Sie noch? Eine Beule weniger. Mist, das war so nicht geplant. Ich wollte mich ganz normal in die Gäste mischen. Das ärgert mich jetzt. Hilfe! Halt die Klappe. Ah, Mist. Ich wollte es eigentlich erst anders machen. Mann. Aber ich war der Typ im Erdgeschoss und im Basement hat mich genervt. Was? Verdammt, das war so nicht geplant. Aber wenn mich dazu zwingt. Weiter nach oben und schaue mich erstmal hier um. Nehme ich mit. So, was haben wir hier Schönes? Ach man. Ich wollte doch ganz ruhig feiern und nicht gleich so eine Party schmeißen. Aber egal. Dafür ist es zu spät. Jetzt muss ich die Konsequenzen tragen. Hä? Kann ich die mitnehmen? Nee, doch nicht. Das ist der aber. Ei der Boy. Ich schaue mich noch ein bisschen hier um. So. Ich erstmal da lang. Ah, so viel schönes Zeug. Schwarzes Kleid. Königliche Badewanne. Perfekt. Was? Nochmal, was schon da? Nein, möchte ich nicht. Weiter.
wieder oben. Habe ich irgendjemanden übersehen von den Gästen? Ne, die haben alle getötet. Muss ich ja nach oben. Ach. Die Party hätte so friedlich laufen können. Schlüssel dafür. Hm. Ach, hier haben wir noch was. So. Ich brauche einen Schlüssel. Wo finde ich den? Mehrfaches Schlüssel. Kriege ich den? Mist. Hier muss irgendwo noch eine Beule sein. Noch irgendwer bestimmt, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Sich noch jemand versteckt, aber er hatte keinen Schlüssel dabei. Nimm ich mit. Wo ist der Schlüssel? Wer hat den? Irgendeine Beverly hat den Schlüssel. Warum ist das alles aus dem Ruder gelaufen? Ich schau mal den Boden mal an. Ach, da ist er. Haha, ich hab ihn. Kann ich meine Mission zu Ende führen. Ich komme, Miss Boyle. Keine Sorge, ich bin gleich bei Ihnen. Da sind sie. Das Beuljuwel befindet sich auf dem Dachboden. Tun Sie mir bitte nur nicht bitte weh. Bitte nicht. Ich... Eine Beule weniger. Hallo, Miss Beule. Aus dem Samuels Boot. Lady Boyle. Gestorben. Und zwar auf eine sehr tragische Art und Weise.
Mach mir die Tür zu. Wir gehen in den Innenhof. Hallo, die Balls wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Gut, meine Freunde, ich glaube, draußen hat niemand bekommen, was los ist. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.